Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin die Kerstin von Kerstins Backstube und wir backen heute eine ganz super leckere und ganz schnelle Mandarine-Schmandtorte. Und mein Biskuitboden habe ich jetzt schon gebacken, den habe ich gestern schon gebacken, den habe ich jetzt auch schon zweimal durchgeschnitten, wie ihr sehen könnt. Und den können wir dann mal beiseite stellen. An Zutaten habe ich Folgendes, und zwar habe ich hier so Knusper-Gebäckröllchen, habe ich mir gekauft, die sind jetzt von Lamberts, die habe ich halt von der Firma jetzt mal gekriegt, sorry. Gut, und dann brauchen wir noch zwei Dosen Mandarine, die habe ich jetzt auch schon abtropfen lassen. Dann brauchen wir noch Sanapat, dann habe ich hier so orange Apri, da man die im Moment ein bisschen schwieriger kriegt, habe ich das von Dr. Oetker. Mein Gott, was Werbung her, ist ja Wahnsinn. Gut, dann haben wir hier noch 250 Gramm Schmand. Mandarinensaft habe ich mir aufgehoben und habe noch ein bisschen Orangensaft dazu gegeben. Dann habe ich hier drei Päckchen von den, wie gesagt, Gebäckröllchen, und dann brauchen wir noch 600 Milliliter Sahne. Den Biskuitboden habe ich mir jetzt, wie gesagt, schon auf eine Platte gegeben. Da können wir auch die obersten zwei Krümmer dann mal beiseite stellen. Um den unteren Ring können wir dann einen Tortering drum geben, machen dann ein bisschen fest. Dann habe ich hier, wie gesagt, ein bisschen Mandarine, Orangensaft, und da können wir dann auch den Boden damit schon ein bisschen beträufeln. Nachdem wir das gemacht haben, können wir es dann nochmal kurz beiseite stellen. Dann können wir uns jetzt den Schmand nehmen, das können wir dann schon in eine Rührschüssel geben. Können wir dann zwei Teelöffel Sanapat können wir in den Schmand dazu geben. So. Und dann können wir das ganze Päckchen Orange Aroma können wir auch dazu geben, und das verrühren wir dann kurz. Das haben wir jetzt schön umgerührt, also das müsst ihr mal probieren, das schmeckt wirklich gut. Jetzt können wir dann auch die 600 ml Sahne mit 6 Esslöffel Sanapat steif schlagen. Sahne steif geschlagen, die können wir dann auch jetzt schon zu der Schmand dazu, Schmand-Orange-Creme dazu geben und können es kurz unterrühren. Die Sahne haben wir jetzt untergehoben. Jetzt können wir die Mandarine hineingeben. Ich habe mir jetzt ein paar für die Dekoration beiseite gelegt. Das haben wir jetzt schön alles untergehoben. Dann können wir die erste Hälfte können wir jetzt schon draufgeben und gut verteilen. Den mittleren Boden habe ich jetzt draufgelegt. Dann machen wir wieder die Mandarine, Orange. Nicht um Saft. Machen wir dann jetzt wieder drauf und dann geben wir die restliche Sahne oben drüber. Den Deckel, den habe ich jetzt schon draufgepackt. Ich habe ihn allerdings umgedreht, dass wir eine schöne Schnittfläche haben. Okay, der kann jetzt für 2 Stunden erstmal in den Kühlschrank. Die Torte kann jetzt gleich aus dem Kühlschrank raus, und dann schlagen wir jetzt schnell noch 200 ml Sahne und 2 Teelöffel Sanapat schlagen wir jetzt nochmal kurz steif. Die Torte haben wir jetzt rausgeholt, den Ring habe ich außenrum weggemacht. Dann können wir jetzt die Torte mit der Sahne verstreichen. An der Seite brauchen wir jetzt ganz wenig, weil hier dann die Stäbchen drankommen. So sieht meine Torte dann aus. Ich habe die Röllchen jetzt dran geklebt. Also wie ihr sehen könnt, hält super gut. Also 3 Päckchen hatte ich ungefähr, nachdem ich die Hälfte noch gegessen habe. Okay, die Mandarine habe ich jetzt oben ein bisschen verteilt. Dann habe ich sie hingelegt wie Schmetterlinge. Dann habe ich hier noch ein paar Zuckeraugen gehabt. Und das habe ich dann gerade so ein bisschen dekoriert. Das kann dann jetzt nochmal für 2 Stunden in den Kühlschrank. Und ich freue mich natürlich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich würde mich mehr freuen, wenn ihr auch dranbleiben würdet. Tschüss, bis zum nächsten Mal.